Thorvald Detlefsen, ein schillernder Name, eine bekannte Persönlichkeit. Die Leute sind ja aus ganz Europa zu seinen Vorträgen gekommen nach München. Ihr habt 12 Jahre zusammengearbeitet. Wie war denn deine erste Begegnung mit ihm? Die erste Begegnung, die war, ja, wie soll man sagen, ganz ambivalent. Ein Freund von mir, Heinrich Schock, mit dem habe ich zusammen TM gemacht, Transzendentale Meditation. Und der hat mich da angemeldet. Und ich kannte Thorvald gar nicht damals. Und ich habe ihn dann gefragt, den Heinrich, ist das theoretisch oder praktisch? Er sagt, ja, Theorie. Ich habe gesagt, na, Theorie haben wir echt genug. Was praktisch ist, das kannst du vergessen. Dann sagt er, ich habe aber schon bezahlt für dich. Das war damals ein echtes Argument. Okay, ja. Und ich ging dann auch natürlich mit und war sofort angetan von dem ja, spürbar brillanten Geist von Thorvald. Mhm. Allerdings hatte der sowas Apodiktisches drauf und der passte auch nicht in die Zeit damals. Wir waren Hippies, 68er, anti-autoritär. Und der sagte, hier wird nicht diskutiert, hier gibt es eine Meinung, das ist meine. Und die können Sie zur Kenntnis nehmen. Ach, das war gewöhnungsbedürftig. Das war ein bisschen alte Schule. Sehr, sehr alte Schule. Aber also der war natürlich wirklich auch ein sehr, sehr gescheiter Mann. Das war sofort spürbar und hat mich auch fasziniert. Wir haben am Anfang so ein bisschen ja, uns, ja, wie soll man sagen, getestet. Also ich habe ihn dann ab und zu mal auf so medizinische Bereiche gelockt, wo ich ein bisschen besser Bescheid wusste und habe mal wieder eins zurückgegeben, sozusagen von denen, was da so von runterkam. Aber es war offensichtlich, obwohl wir politisch komplett auseinander waren. Ja? Also der war Strauß-Fan und wir waren 68er. Ja? Also krasser ging das nicht. Trotzdem war auf so einer geistigen Ebene eine totale Faszination auch da. Auch umgekehrt, wie sich dann ja, später herausstellte.